Dynamit, da kannst du Löcher sprengen. Mm-hmm.
mal langsam runter hier. So, ich habe mal einen etwas ungefährlicheren Weg nach unten gemacht. Da ist ein Pilz. Pilzsamen, was kann man damit machen? Na, lassen wir es mal da. Hier ist noch ein Raumschiff. Achso, Dynamit. Deshalb habe ich hier gesprengt. Treibstoffhydrazin, ja. Aber guck mal hier, Ammonium, ist das nicht Aluminium? Nee. Hydrazin-Reaktionsmittel. Ach so, Hydrazin ist das dann. Okay. Oh ja, Raumschiff wieder. Zumindest irgendwas. Da sieht man nichts. Mal hier unten hin. Ja. Anscheinend nicht.
Verbinder habe ich auch noch welche. Also wir können hier ruhig noch weiter. Habe ich keine Verbinder mehr, aber hier ist eine Truhe anscheinend. Ja, da ist ein Rucksack. Alles mitnehmen. Einen Rucksack, den habe ich gerade mal aufgenommen, alles. Da war noch Batterieding, ein Sauerstofftank, eine Batteriezelle, ich glaube eine fertige sogar. Nee, die liegen manchmal so rum. So wie diese Raumschiffe quasi, die liegen dann so rum. Oh, was haben wir hier? Kupfer wäre auch schön, wenn wir was finden würden. Liegt auch noch eine Sonde. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas zum Forschen mitnehmen könnte. Sieht doch gut aus. Langer Weg nach Hause.
Braucht für alles Kupfer. Jetzt können wir noch Rohre erforschen. Machen wir gleich mal. Na, Gemisch liegt hier überall rum, oder? Für den Rover doch, brauchen wir erstmal Gemisch. So, das ist Harz, ja, warte. Wo bist du? Da bist du. Warte, bleibst du stehen. Und dann machst du dir so einen Kanister und den habe ich an der Waffe rangebaut. So, den Sitz haben wir ja auch schon für das Ding. Perfekt. Jetzt bräuchte man bloß Strom für das Teil. Da reicht eigentlich ein Solarmodul, oder? Mehr könnten wir da nicht entbehren. Ich guck mal was. Ach ne, der Hammer braucht ja auch Kupfer. Oh. Yep. Da brauchen wir Gemisch, Gemisch, Gemisch. Haben wir hier noch?
So. Okay, hier ist ein Spalt. Welches?
Da macht hier ein Hochstarter die ganze Zeit mit der Vorderhand drauf.